Hallo und mal wieder recht herzlich willkommen zu einem erneuten Unboxing. Ja, das letzte ist noch gar nicht so lange her, aber trotzdem habe ich hier schon wieder ein neues Paket. Diesmal von einer anderen Bezugsquelle, denn man muss ja auch ein bisschen den Markt im Auge behalten. Es gab ein paar schöne Sachen im Angebot, da konnte ich nicht widerstehen und dieses Paket wollte ich auf jeden Fall gerne mit euch zusammen jetzt auch nochmal auspacken. So, es ist etwas größer. Ich weiß aber jetzt spontan auch gar nicht, ob da jetzt auch mehr Sachen drin sind. Also auf jeden Fall ist was anderes drin. Naja, wir schauen mal rein. Also, dann wollen wir mal sehen. Ach ja, was ich immer so beim Sockelshop mag, ist das Verpackungsmaterial. Diese tollen Dinger hier, die fliegen immer überall rum, aber so wie es aussieht, diesmal habe ich gar nicht so viele drin. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ja, was haben wir denn hier für ein Riesending? Das gucken wir uns gleich an. Wir fangen mal hier mit dem Teil an. Eine 1 zu 72 Sturmpanzer 4 Brummbären. Ein bekanntes Fahrzeug wollte ich schon länger mal haben, momentan im Angebot, also haben wir den mal mitgenommen. Dann habe ich von Modell Collect mir nochmal was Schönes geholt, und zwar die German V1 Missile Launcher Startrampe. Ja, großes Paket, wiegt auch einiges, also da scheinen viel Leiste drin zu sein für ein simples Teil. Wahrscheinlich wird diese Rampe ziemlich aufwendig zu bauen sein. Dann von Svesta noch eine Kleinigkeit, ein Motorrad, das war ausverkauft im anderen Shop, das brauchte ich noch für die Halt Omaha. Dann hier auch noch eine schöne Sache von UM Models. Was ist denn das? Wie ist das Ding nochmal? Steht es nur ruhig hier? ZSU 37, also so ein Anti-Aircraft-Panzer. Ein interessantes Teil. Wollte ich auf jeden Fall auch mal haben. So, das Große. Sollen wir uns das Große schon angucken? Ja, komm, wir gucken uns das Große an. Dam-da-da-dam. Also ein schönes Mörser Karl 40 Gerät mit einem Munitionspanzer mit dabei. Das Ganze natürlich im Maßstab 1 zu 72 in der Limited Edition. Momentan im Angebot. Und ja, ich dachte mal, komm, holst du einmal so ein Riesending. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wie sich das bauen lässt. Und ich bin sehr gespannt, ob Figuren dabei sind. Ich rechne ja nicht damit. Also draufstehen tut mal nichts. Aber es wäre cool, aber wahrscheinlich eher nicht. Da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich den Panzer 4 zuerst bauen, den Munitionswagen und dann das Teil. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, den werde ich vielleicht auch mal unboxen. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt es einfach mal jetzt in die Kommentare. Und wenn sich genug Leute dafür interessieren, dann boxe ich den nochmal an mit euch. So, jetzt mal gucken, wie ich den hinstelle. So, dann habe ich hier von Airfix. Also, ich habe mal geguckt, ich habe überhaupt nicht ein Modell von Airfix. Also zumindest kein Modell. Ich habe so ein diese polnische Bank, das gab es mal, so ein Resinter, so ein Riesenblock, den habe ich mir mal irgendwann in Dortmund gekauft. Jetzt habe ich hier mir die Douglas Dakota Mark III und den Willys Jeep geholt. Ein ziemlich alter Bausatz. Ich habe mal geguckt, der ist von den 60ern, wurde aber von Italeri, von Revell, von allen rausgebracht, und hier ist jetzt noch ein Jeep dabei, und wenn ich das richtig sehe, sogar ein Geschütz und ein Anhänger. Ich bin mal sehr gespannt, und ja, war auch im Angebot. Habe ich mir mal mitgenommen. Flugzeug habe ich schon ewig nicht mehr gebaut, auch wenn ich nur ein paar hier liegen habe. Aber ja, guter Preis, kann man mal nehmen. So, apropos Flugzeug. Dann haben wir hier noch eine Heinkel He 111 H6. Den Flieger wollte ich eigentlich schon seit dem Groupbild, was hatten wir da? Luftschiff in England vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, schon einige Jahre. Da hat mir der wirklich sehr gut gefallen, der AS-Modellbau. Ich glaube, der macht ja auch nichts mehr. Der hat ein wirklich schönes Teil gebaut. Ich habe mir das Teil auch in. Na, wo war's? Wo? In dieses Museum in Sinsheim. Da hängt die an der Decke. Ist etwas kleiner, als man es vielleicht vermuten mag, wenn man so drauf guckt. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Und natürlich auch im Angebot. Deswegen nehmen wir mal mit. So, haben wir jetzt hier noch was drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, das ist die Rechnung. Die brauchen wir nicht. Das haben wir hier. Ne, jetzt ist nur umgeklappt. Ja. So, und jetzt habe ich jede Menge von diesen tollen Dingern. Ich glaube, das war alles. Moment, ich tue es nochmal auf der Rechnung gerade gegenprüfen. Nein, das war alles. Ja, jetzt habe ich jede Menge von diesen tollen Dingern. Da ist dann doch bei Modellbau König das Verpackungsmodell ein bisschen praktisch. Das kann man einfach in die Papiere schmeißen. Das kann ich natürlich auch einfach in den gelben Sack packen. Aber es fliegt schon ein bisschen mehr rum, und naja, ist ja auch egal. Ist schon immer so bei denen, und gibt Schlimmeres. Gut, dann hätten wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schachteln. Wobei hier sind zwei Modelle drin. Da ist noch die Rampe mit drin. Da ist noch der Jeep mit drin. Also wieder genug Modelle für die nächste Saison. Nicht so, dass ich bei der letzten Lieferung nicht schon genug gehabt hätte. Aber hier muss ich sagen, das war fast alles im Angebot. Ich glaube, das Motorrad nicht und das nicht. Der Rest war alles im Preis reduziert, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das ist ja Plastik, das wird nicht schlecht.
Ich habe mir außerdem noch, muss ich gerade mal zeigen, von Preiser, ein bisschen woanders, endlich mal wieder Figuren, die im Sonderkfz sitzen. Also die haben eine wirklich tolle Qualität, die kann man auch mal benutzen für offene Halbkettenfahrzeuge und sowas. Gehört jetzt zwar nicht zu der Lieferung, aber ich packe es noch mit dabei, weil da habe ich auch schon was mit vor. Und ja, also ihr seht es, die nächste Modellbausaison in Verbindung jetzt noch mit dem anderen Paket und im vollen Schrank, der sowieso daheim ist, ist gerettet. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse am Karl habt, sagt Bescheid, dann werde ich den vielleicht mal unboxen. Ob ich den dann sogar vielleicht auch mit euch bauen werde, weiß ich nicht. Das hängt jetzt davon ab, wie die Teile aussehen, wie komplex sie sind. Aber vorstellbar ist alles. Ich freue mich auf Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und das Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.